So, YouTube. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Worker and Resources. Wir sind mitten dabei, unser neues Stadtviertel zu erweitern, weil wir 158 Kinder haben, die ausziehen wollen und eine Wohnung erwarten, bevor sie kriminalisiert werden. Und da wollen wir natürlich gegensteuern, indem wir ihnen wunderschöne Prachtbauten zur Verfügung stellen, die wir hier irgendwie hinschustern. Ich bin noch nicht sicher, welches Gebäude wir hier ransetzen. Zentrum B1 Long. Das sieht gut aus. Das passt hier doch, glaube ich, ran. Und die Frage ist, ich krieg's wahrscheinlich nicht so gesetzt, dass ich es gut setzen kann. Oder machen wir es so, dass wir sagen, das zweite Fenster geht hier noch mit rein. Und der erste Stein. Ich brauche nämlich irgendwas, an dem ich mich orientieren kann. Ah, und guck, dann ist es zu weit verschoben. Interessant. Das heißt, wir brauchen nur das erste Fenster sogar hier. Das ist ein bisschen Sisyphus-Arbeit. Und am Ende wird es eh nicht 100% was werden. Auch noch nicht. Ist das genau gleich lang? Haben wir da vielleicht was getroffen, was gut ist? Ich würde ungern hier die halben Fenster halt haben wollen. So hätten wir da ein Fenster offen. Und hier gar keins. Ja, das ist gut. Das ist gut, das nehme ich. Dann einmal spiegeln. Und bis zum ersten Fenster. So. Oh, gut, dass wir nochmal kontrolliert haben. Wer hat das denn gedreht von euch? Ach, das passiert immer nicht, wenn ich zoome und auf Steuerung komme. Oder Shift loslasse beim Zoom. Dass man dann falsch gedreht hat. Ich hoffe, jetzt ist richtig gedreht. Sonst machen wir das noch 30 Mal. Jetzt ist zum Beispiel verdreht worden. Na, Shift. Manchmal greift er halt einfach auch nicht das, was er machen soll. Okay, wir wollen da. So. Ah, das. Vorher hatte ich einen besseren Winkel beim Setzen. Oh, so ist ganz gut. Oh, hä? Ist wieder schräg. Sag mal. Du bist gerade, oder? Ja, du bist gerade. Was ist denn mit ihm los? Man sieht das halt einfach gar nicht. Achso, jetzt muss ich es wieder spiegeln. Okay. Jetzt aber. Jetzt kriegen wir es hin. Endlich. Wunderbar. Dann haben wir da zwei riesen Wohnklötze noch hingezaubert. Und die kriegen natürlich eine Straße und einen Gehweg. Sag mal, der steht doch viel weiter vorne als das Ding. Ach du Scheiße. Kann man das irgendwie kopieren? Es gab doch so eine Copy-Funktion. Die habe ich zum Beispiel noch nie wirklich benutzt. Gebäudeinfrastrukturen wählen. Klonen. Guckt, das machen wir jetzt. Das habe ich noch nie benutzt, das Feature. Wir haben die Seite, die ist gut. Und die können wir spiegeln. Und dann können wir die nämlich genau an die gleiche Stelle in etwa setzen, wie die hier.
So. Und dann sieht das doch gleich viel echter und passt auch am Ende besser. Ich wollte gerade sagen, was ich hier mit der Straße habe. Mann, Mann, Mann. Okay, dann ziehen wir diese Straße hier lang. Dann die Fußwege. Und jetzt sollten die nämlich auch passen von Abstand her. Ja, guck mal. Okay, da, hier geht's nicht, weil, warum? Was ist hier an der Straße? Ist hier so ein Undodge-Punkt irgendwo? Ja, da ist einer. Und dann wird's noch schlimmer. Ach, also diese halben Meter-Dinger. Aber diesmal sehen wir, dass wir genau an die Stelle hier müssen. Aber es reicht nicht. Das sind halt echt Mikrometer. So vielleicht. Das war zu viel. Es fällt halt auch echt stark auf, leider. So eine kleinen Ecken, nicht? Über große Entfernungen, da geht das, aber wenn das hier am Ende so plock macht, hier zum Beispiel, der macht auch einen Abfall, aber den sieht man nicht. Aber wenn es hier so geht und dann so ran, das sieht man immer und das macht mich irre. Okay. Dann hätten wir hier eine Klinik, dann hätten wir hier Gehwege, wir hätten hier Autowege. Sowas zum Beispiel. Aber hier ist eh egal, weil es eh eine nicht gerade Straße ist. Und was brauchen wir hier? Da, da und ich würde sagen, hier brauchen wir auf jeden Fall einen kleinen Busstopp. Wo ist er? Tiny Busstopp. Wir lieben ihn. Ach so, aber ich kann den da nicht ransetzen, weil da ein Gehweg ist. Oh. Das sind halt so realistisch wie das Spiel ist, nicht? Denkt man an sowas gar nicht, weil warum sollte eine Straße nicht gegenüber eines Busstops und so? Aber naja, gut. Dann machen wir es dichter. Dann machen wir es so ran. Hier ist wieder ein Weg im Weg. Ich hoffe nicht, dass das Gebäude im Weg ist. Shit, das Gebäude ist im Weg. Okay, wenn wir das ein bisschen timen, dann kriegen wir das an eine Stelle hin. Also ihr könnt auch, wenn ihr im einfachen Modus spielt, das viel, viel einfacher bauen als ich hier, nicht? Das ist schon auf einem Level, wo ich mich als verrückt bezeichnen würde. Aber wenn ich mir eine Struktur in den Kopf gesetzt habe, dann will ich die halt auch umsetzen. Ah, okay. Jetzt würde das gehen, aber die andere Seite nicht. Also müssen wir da so hin. Reicht das schon? Jawohl. Kacke. Okay. Dann, Plan B. Hey, der Busstopp auf der anderen Seite sieht doch ganz toll aus, oder? Das kriegen wir doch hin. Ach, der geht da ran. Huch. Ja, so kann man es doch auch machen. Fertig. Dann dürfen wir halt nur nichts auf die andere Seite bauen wollen. Und dann ist gut. Ah, hier haben wir so ein schönes Problem von der Weg. Geht da vorbei. Ich glaube, jetzt kann die Klinik nicht mehr. Ah, doch. Kann da ran. Sehr gut. Aber hier könnte sie nicht ran. Die steht nicht genau mittig. Und die Wege passen halt nicht zu ihr. Dann müssen wir hier nochmal einen Zwischenweg einzimmern. Ich bin zum Beispiel im Weg, ich nenne es immer Connoisseur. Und baue sehr gerne überall Wege ein.
Einfach damit jeder Bürger theoretisch die Möglichkeit hätte, seinen kürzesten Weg von A nach B zu finden. Es ist aber durchaus nicht notwendig, das so penibel zu machen. So, der hat einen Ausgang. 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 Der hier braucht den Ausgang, haben wir gesagt. Und du kannst da sogar mit dran. Okay. Auf der Seite ist es andersrum. Warte mal. Wenn ich den klone... Ach, der hat den so gespiegelt. Ja, der hat den anders gespiegelt. Toll, jetzt wo die Wege mal gepasst haben. Dann klonen wir den mit Wegen vielleicht, wenn das geht. Ja. So, wenn ich ihn jetzt drehe. Also jetzt... der hat ihn schon... So. Und jetzt... der kann ihn nicht spiegeln, oder was? Der kann ihn nicht spiegeln. Das ist ja schlecht. Okay, ich glaube, er kann mit Wegen kann er das Ding nicht spiegeln. Wow. Ich hoffe, jetzt hat er nicht irgendwo was kopiert und gebaut. Durch das... Also da hat das Spiel auch ein Problem, wenn während des Autosaves man irgendwas klickt, dann macht er kurz im technischen Sinne, wähle alles kurz ab, klicke meinen Button, gehe wieder zurück, mache das. Das ist das gleiche, was er auch beim Screenshot-Mode macht, aber manchmal geht er erst irgendwo hin und dann führt er deinen Klick aus und dann wählt er erst alles ab. Das ist ein kleines Programmierproblem, würde ich mal sagen, dass die Jungs da sich eingebaut haben. Genau wie die Wege hier ein Programmierproblem sind. Okay, die müssen nochmal weg. Ich kann es nicht klonen. Okay, warum kann ich es nicht spiegeln? Ist doch kacke. Ich kann es halt nur drehen, aber drehen ist ja nicht spiegeln. Vor allem, er macht es und macht sofort wieder rückgängig, wie man sieht. Aber warum denn? Das sind manchmal so dumme Sachen. Deswegen hat es vorhin auch nicht funktioniert. Okay, könnten wir... Ich meine, die stehen egal wie rum gleich, oder? Gut, nur dass sein Ausgang ein bisschen weiter da wäre. Aber die Wand wäre auf der anderen Seite sonst. Genau, weil wir haben ja die leere Wand hier auf der Seite. So. Klon. Nee, nicht das. Die beiden. Die drei. Ungefähr gleich, oder? Nehmen wir die drei und machen das andere Gebäude nur daran. Ach so, aber dann sind die Wege ja trotzdem hinten. Okay. Und wenn wir das nehmen, dann ist die... Ja, das ist einfach... Ich dachte, ich habe hier ein cooles Feature entdeckt, aber eigentlich ist es Müll dadurch. So, ich meine, die beiden kann ich drehen, das passt. Oh. Okay, und die haben wie viel Abstand? Ungefähr 2¾ Wege. 1¾, oder? 1¾, okay. Das heißt... Also eigentlich müssten die dann da stehen. Das ist ganz schön weit weg. Ja, da kommt ja noch ein Gebäude hin, stimmt.
Darf ich ja nicht vergessen. Und auf welcher Höhe? Auf der Höhe. So. Kommt das hin? Geht. Okay, und du hast deinen Weg unten. Du musst nur gespiegelt und gedreht werden. Hier ist natürlich jetzt die Frage, wo überlappen die sich? Ich glaube, auf der Seite mit den Wegen ist es besser. So. Kommt das hin? Ah, das geht schon. So, und du, Gebäude? Du hast deine beiden Wege nach da, also gespiegelt, also so. Jetzt ist es wieder nicht gerade. Ach Mann. Ja, jetzt ist es gerade. Jetzt ist es gerade. Ich hab's mitbekommen. Ich werd mich wohl verarschen wieder. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ich glaube, wir haben es besiegt. Und jetzt können wir hier wieder Weg und Weg und Weg. Und hier geht's nicht. Nein! Ist das ein Millimeter zu viel auf der Seite? Oder können wir... Nee, wir können eigentlich weggehen. Vielleicht so. Okay. Was, wenn wir es andersrum machen hier? Erst du und dann du? Auch nicht. Ja, die stehen anscheinend hier ein Stück anders zusammen. Aber wisst ihr, was wir da machen? Dann gibt es halt diesen Ausgang hier nicht. Ist mir jetzt egal. So, wir kriegen zur Not den Ausgang von hier. Den es hier nicht gibt. Weil das Gebäude falsch rumsteht. Hä? Ach, ich... Es ist mir jetzt egal. Es ist mir sowas von egal. Aber das erklärt, weil der ist ein Stück weiter unten, deswegen geht das. Weil ich die nur rotiert habe, nicht? Weil ich sie nicht spiegeln kann. Okay, dann gibt es halt keinen Weg von da nach da. Ist okay, der Weg ist ein bisschen anders als da oben. Lebe ich jetzt mit, ist mir Wumpe. Ist immer schade, wenn es denn so Tools gibt und man sie nicht wirklich nutzen kann. Kindergarten nach hinten, dann müssen die nicht so weit laufen. Sport nach hinten müssen sie nicht so weit laufen. Und dann brauchen wir hier einmal Müll und Klinik, würde ich sagen, wo alle rankommen. Dann fangen wir mit dem Müll an. Den Müll so. Und da würden nicht alle rankommen. Von... Oh, hier ja. Nee, auch nicht. Ich kann mich zwischen links und rechts entscheiden. Weil es zu weit ist. So, wo ist hier Müllplatz? Hier. Wer ist denn da angebunden? Die linke Seite ist eh angebunden. Das heißt, eigentlich muss nur die rechte Seite Müllplatz kriegen. Also die hier. Und der da. Also wäre eigentlich der Müllplatz an der Stelle am richtigsten aufgehoben. Genau da, wo eigentlich die Klinik hin soll. Das Spiel will mich so richtig verarschen. Aber so richtig. Okay. Dann machen wir den vielleicht hier hin. Aber dann ist der nicht mit drin. Overlay. Müll. Die beiden wären. Die drei nicht. Du hast nur einen Ausgang nach unten. Du hast nur einen nach unten. Du hast nur einen nach oben. Also das ist die einzige Stelle, wo ich alle erwische, genau da mittig. Und wisst ihr was? Wisst ihr einfach was? Ich erwische den oben nicht.
So, jetzt erwische ich ihn. Hat er für den Kindergarten nicht. Ich habe eine ganz andere Idee, was ich mache. Wir bauen hier diese Straße rein. Und sobald ich Dings baue, Kieswege, ist es ja eh nochmal ein bisschen anders. Das darf ich ja gar nicht vergessen. Wir bauen jetzt erstmal diese Klinik. Klinik. Klein. Dahin. So. Okay. Könnte ein bisschen zu eng dran stehen. Und weil ich mich gleich nicht ärgern will, mache ich gleich eh weiter. Achso, die hat hinten gar keinen Ausgang. Das ist auch wieder blöd. Okay. Dann kann sie doch so eng dran stehen. Und jetzt kriegen wir nämlich einen Weg von hier zur Klinik. Und dann machen wir... Okay, geht auch nicht. So. Und so. Dann passt das. Dann haben die hier alle eine Klinikversorgung. Kindergarten. Weg. Ja, der eine reicht. So, und dann können wir hier vorne nämlich den Müllplatz hinsetzen. Und der sollte theoretisch, wenn wir hier noch einen Weg ranzimmern, alle verbinden. Nicht hübsch genug. Nicht schön, aber selten. Warte mal, dann machen wir den einfach so. Dann passt. Ist eh alles krumm und schief. Und jetzt brauchen wir die Mülltonne. Und passt du davor hin? Du passt nicht davor hin, du kleiner Drecksmüllcontainer, du. Dann muss er dahin. Wie, du kannst da auch nicht hin? Ach, das ist doch alles gelogen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, guck. So, jetzt verbinden wir unten das linke, das vordere, das Krankenhaus, den Kindergarten, den Sportplatz, das obere Gebäude, das hintere Gebäude, das untere Gebäude. Bam! Hinbekommen. Meine Fresse, jetzt könnt ihr das bauen. Was für eine unsinnige Planung. Das hätte ich mir auch einfacher machen können, nicht wahr? An 1000 Stellen. Hm. Ja, die müssen hier gar nicht rüberkommen, nicht? Da oben reicht. Die kommen hier theoretisch rüber. Kirche haben sie, Sportplätze haben sie, Kultur, Kindergärten haben sie. Kneipe haben sie, Einkaufsladen haben sie. Da kommen sie auch alle ran. Und dann haben sie auch noch einen Arzt. Hier haben sie auch nochmal Kultur. Und wenn wir ganz nett sind, kriegen sie hier unten noch einen Kindergarten. Da gibt es nämlich so einen neuen Kindergarten. Der zählt als Monument. Und zwar der hier. Und der erhöht die Sportfähigkeit der Kinder oder sowas. Ist ein Spielplatz. Von daher würde ich den auch nochmal hier vorsehen. Klingsi, klonksi. Dann sind wir da auch gesichert. Okay, da können sie sich jetzt erstmal austoben und drum kümmern und das bauen. Das hier müssen sie auch noch bauen. Und jetzt kommt der Turbo-Modus. Da müssen wir nun ein bisschen behutsam sein. Steuerung 2. So, und dann können wir nämlich ein paar Tage skippen und ein bisschen Zeit rausholen. Man muss nur mal gucken, dann werden die Bewohner nicht richtig berechnet. Also sollte man da ein bisschen vorsichtig sein.
dass man das nicht zu lange benutzt, sonst wären die zu unhappy. Nicht? Aber immer so mal wieder. So ein bisschen dazwischen beschleunigen, kann man durchaus versuchen. Für die Autos funktioniert es auf jeden Fall. Wäre vielleicht cool, wenn sie es für die Bevölkerung auch noch hinbekommen. Aber anscheinend ist die Berechnung da ein bisschen aufwendiger als für die Fahrzeuge. Und jetzt sieht man... ich habe einen guten Rhythmus gefunden. Ne? Immer mal so 1-2 Sekunden. Aber nicht zu lang, sodass es sich kurz zwischenberechnen kann. Spart trotzdem eine enorme Menge Zeit dann am Ende. Und man sieht es ja auch an der Happiness und an der Anzahl der Menschen, ob das gut oder schlecht ist. Und was habe ich vergessen? Wahrscheinlich hat es nach dem letzten Laden... Nee, okay. Bürger bekommen hat er mitgespeichert. Okay, sehr gut. Nicht, dass er jetzt wieder Bürger bekommen nicht mitgespeichert hat. Aber das hat er und das heißt, wir zahlen da nicht aus Versehen 400.000, wenn die fertig sind. Und das erste Gebäude ist wieder fertig. Sehr schön. Wir können nämlich die ersten 106... Cool. Wahrscheinlich 100... Ja, okay, es geht runter. 84, jetzt das zweite Gebäude fertig. Sehr, sehr gut. Ja, geht noch. Ich finde, unser Viertel ist aber dann durchaus gelungen. Ich hätte es halt nur gerne ein bisschen... grüner. Also selbst auf der normalen Borealkarte wäre es auch nicht grüner jetzt. Neue Fahrzeugtypen verfügbar. Arbeitslosigkeit zu hoch. Ja, ja, ja. Was machen die hier hinten? Die Baubüros? Drei sind fertig. Dann können wir eigentlich sagen... Holt das daher, aber Bevölkerung daher und Kies daher. So, die Einstellung können wir kopieren. Auf die beiden übertragen. Und sagen, ja, du sollst eigentlich nur um 1 Kilometer Umkreis bauen erstmal. Was sind 2 Kilometer? Dann wären die bis zur Stadt dran. Nee, das sollen sie erstmal nicht. Ein Gebäude brennt. Oh, oh, oh. Das Gefängnis. Hoffentlich kommt die Feuerwehr diesmal pünktlich. Wir haben noch kein neues Feuerwehrauto, weil es kein gutes gab, nicht? Das hier hat Stufe 20, Stufe 19. Ja, da müssen wir noch warten, oder? Warte, war das da? Da, da ist es doch. Das kaufen wir mal. Wo ist die Feuerwehr? Die Feuerwehr, die Feuerwehr... Da kommt sie. Haben die wieder einfach mit ihren dreckigen Unterhosen ein Feuer gesetzt im Gefängnis? Wollen wieder ausbrechen? Nicht mit mir. Ja, 2 verletzte Häftlinge. Wirklich. Ich meine, die Arbeiter gehen eh irgendwann nach Hause und dann dürfen sie fliehen. Die sollen sich mal nicht so beschweren bei mir. Die haben es richtig gut. Und jetzt sind sie verletzt, weil sie sich selbst angezündet haben. Jetzt kommen sie ins Krankenhaus. Ganz toll. Mann, 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 Mann. Die haben alles. Essen, Kleidung, Fleisch. Undankbar. Einfach undankbar. Wirklich. Hier, die Arbeiter sind schön drin. War letzten Monat nur für 29.000 und diesen Monat nur für 31.000 exportiert. Aber ich glaube, durch die neuen Einwohner dann hier... So.
Ah, der braucht natürlich auch ein Auto. Gesamtkapazität, Geschwindigkeit. Der kriegt nur so ein kleines. Und dann braucht er eigentlich Treibstoff, aber das können wir später machen. Hier einen kleinen Innenhof, nicht wahr? Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Kann man so bauen. Der ist falsch rumgebaut worden. Ah, kacke. Oder? Nee, ach, der sieht so aus. Okay. Aber da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Platz für Einwohner. 2132 schon. Dann geht, glaube ich, auch die Zufriedenheit langsam wieder hoch. Und ja, darum würde ich sagen, ist dieses Viertel in sich abgeschlossen, nicht? Wir müssen nur die Wege verbessern. Aber wenn wir jetzt neue Mitarbeiter brauchen oder die Kinder ausziehen müssen, müssen wir ein neues Stadtviertel anfangen. Oh, guck mal, das leuchtet hier. Das hat da echt gut gemacht, nicht? Mit den grünen Lampen bei so einem Regierungsgebäude. Das ist schon, also gerade bei Nacht ist das echt ein Highlight, das Gebäude. Kann man echt setzen. Finde ich schön. Gibt auf jeden Fall in die Stadt nochmal ein ganz anderes Bild. Auch ein bisschen gruselig. Aber mit Lichteffekten kann man echt viel erreichen, nicht? Auch wenn es nicht so die krassen Lichteffekte sind. Schon so ein bisschen hilft enorm. Okay, die brauchen. Was braucht ihr denn? Hat keinen Strom, ja, das ist mir egal. Also erstmal brauchen sie Busse. Fangen wir mit Bussen an. Welche Busse haben wir denn? Gesamtkapazität. Welche mit nicht so viel Kapazität? Die mit 40 reichen eigentlich, oder? Welche haben wir denn bei den anderen gekauft? Nee, du bist kein Baubüro. Du bist ein Baubüro. Doch, den hier. Dann holen wir den da. Und ich glaube, den haben wir in Rot geholt. 1, 2, 3. Holen wir 4. Dann holen wir hier einmal offene Ladefläche und da holen wir dann 13 Tonnen. Ich glaube ihn hier, weil er günstiger ist. Und er kann nämlich dann Sachen transportieren und dann sagen wir Baumaschinen transportieren. Und was soll er transportieren? Bagger. Und dann nehmen wir uns, ich glaube, den Bagger. Viermal. Und was noch wichtig ist, wären, glaube ich, erstmal Kipper nochmal. Für die ganzen Sachen, die wir bauen. Gesamtkapazität. Der kann 12 Tonnen bei 60 km/h. Der kann 10 Tonnen bei 70. Der kann 12 Tonnen bei 80. Kostet aber auch deutlich mehr. Deswegen gönne ich mir uns nochmal 5-mal den hier. Oh, oh, oh. Das ging jetzt natürlich ins Geld. 124.000. Allein die paar Fahrzeuge. Sieht man direkt nicht. Nur noch 150.000. Okay. Dann würde ich sagen, sagen wir denen doch, die sollen mit 2 Kilometern ein bisschen mithelfen, weil ich nicht glaube, dass wir, na gut, wenn wir das fertig bauen, auch wenn es teuer ist, kriegen wir ja wieder Geld damit rein. Bei Millionen ist halt echt so eine kritische Grenze. Unter 1 Million sollten wir auf keinen Fall rutschen. Ich meine, gut, wir haben jetzt die Arbeiter erstmal wieder hier. Das wird sich beruhigen. Die sind zufrieden. Das geht auch nach oben jetzt, wo die Kinder ausziehen. Sehr gut. Lebenserwartung geht auch hoch, jetzt wo die Ärzte hier sind. Aber es gibt keine gebildeten Arbeitskräfte hier hinten. Da müssen wir vielleicht einmal investieren. Und sagen, wir brauchen 3 Ärzte hier hinten. Und da stehen Arbeiter bereit. So, wir haben ja einen Bus oder eine Buslinie, die hier lang fährt. Die fährt wie? Also, sie beginnt hier, wendet, fährt zur 2. Dann nach der 2 muss sie zur 3, würde ich sagen. Und dann fährt sie zur 4 und fährt weiter. Oh,
Und das war schon die ganze Magie. Und da haben wir welche Busse? SK706er. Da. Da würde ich auch nochmal einen dazu holen. Und das ist die blaue Linie? Ich glaube. Ich meine, der kann nur 40 transportieren, holen wir zwei. Oh, das waren andere. MTZ, ich habe Lux geholt. Naja, gut. Und jetzt können wir nochmal gucken, hat das mit dem Müllplatz jetzt gepasst im Overlay? Nein, er ist nicht an einen Müllplatz angeschlossen. Weil, warum? Der Weg zu diesem Müllplatz ist so weit? Aber du kommst da ran? Ein bisschen weird, oder? Das kann hier nur um Millimeter gehen. Du hast nach vorne den Ausgang und das ist auch zu weit. Alles klar. Da könnte das Stück hier fehlen. So, kommst du jetzt am Müllplatz? Nee. Krass. Bis dahin sind 123 und das sind 128 und deswegen reicht es nicht. Wow. Wow. Okay. Aber sobald die Straßen dann hier auf Kies umgeschwenkt werden, sollte sich diese Problematik auch erübrigen. Dann machen wir das nämlich mal. So, jeder Zentimeter hilft hier. Sehr schön, die anderen werden auch fertig. Dann können wir hier auch alles kopieren. Das da. So, dann passt es bei allen. Du hast 4 Bagger. Du hast 5 Kipper. Gesamtkapazität. Dann holen wir da 2 mit offener Ladefläche. Was brauchen wir noch? Betonmischer. Oh, da gibt es auch welche mit mehr Kapazität. Der kann 10, der kann 12, der kann 13. Der fährt 80, der fährt 70, der fährt 87. Der ist zu teuer. Dann holen wir 2 davon und abgedeckte kriegst du. Der ist günstiger. Auch 2. Und was brauchen wir noch? Bagger haben wir, Betonmischer haben wir, Kippe haben wir. Planierraupe, Straßenkräne. Oh, da gibt es so viele. Der günstigste hat Level 23, 26, 26, 21, 24, 23, 30. Also der wäre der einzige wirklich, wo ich sagen würde, es lohnt sich das Upgrade. Aber unser 23er passt eigentlich immer noch. Hol ich mal 3. Und eine Planierraupe. Hol ich mal 2. So. Da haben wir hier hinten, glaube ich, erstmal so ein Grundset. Und dann können wir die Sachen hier zum Bauen anschließen. Und dann nach mir die Sintflut. Viel Spaß beim Bauen damit. Oh, die Wege sind schon fast fertig. Okay, dann können wir da natürlich jetzt nachziehen. Und nach das verbessern. Ah, stimmt, die Wege, den hier. Oh, der... Oh.
Oh shit. Der Weg geht hier gar nicht ran. Das habe ich übersehen. Dann muss der halt irgendwie da oben mit ran. Warum habe ich da überhaupt zwei Wege, die zur Bushaltestelle gehen? Totaler Quatsch. Warum hat die so ein Problem? Eine andere Infrastruktur steht im Weg. Okay. Manchmal komische Dinge. Na, da komme ich nicht dichter ran. Ich glaube, das sind die meistgesprochenen Worte von mir. Da komme ich nicht dichter ran. Und das geht nicht. Und arr! Könnt ihr mal einen Counter einführen? Das können wir noch bauen. Das können wir noch bauen. Das Stück kann noch gebaut werden. Ich glaube, hier haben wir wirklich jetzt alle schon durch. Nur hier die Straßen. Oh, nee, da der Weg. Okay, sieht hässlich aus, aber okay. Hier ist kein Weg. Hier war kein Weg. Der Weg hat keinen Anschluss an irgendwas. Deswegen kann er nicht gebaut werden. Oh, das ist ja blöd. Ja, der kriegt auch keinen Anschluss an irgendwas. So, jetzt hat er einen Anschluss. Da oben haben wir. Hier haben wir. Hier haben wir. Das ist nur Nebendinger. Die Kirche hat. Der Spielplatz hat. Der Laden hat. Was die hier hinten bräuchten, ist dann noch ein Einkaufszentrum. Weil Kleidung gibt es nur hier vorne. Die dürften hier gar nicht an Kleidung kommen. Aber die fahren wirklich bis zum Laden und holen sich die Kleidung. Also zum Beispiel, okay, vielleicht muss man eher kleine Einkaufsläden bauen und bei den Shopping Malls, vielleicht gibt es welche, die nur Kleidung und Elektronik verkaufen. Das wäre eigentlich ganz cool. Also ich verstehe, na gut, eine Shopping Mall verkauft immer auch irgendwie Essen. Aber dass man anscheinend die Shopping Mall, da kommen die alle ganz gut hin, auch wenn sie außerhalb des Bereichs liegt, mit Bussen. Also zur Shopping Mall fahren sie mit Bussen, aber die Nahrung wollen sie in der Nähe haben. Das heißt, so kleine Läden, man könnte ja noch kleinere Läden überall verteilen. Aber dann ist natürlich das mit dem Lager so ein bisschen ein Problem, nicht? Die ganz kleinen laufen super schnell leer. Also der ist ja schon sehr klein, aber es gibt noch diesen Kiosk. Und beim Essen heißt das Kiosk Lebensmittel. Der kann gerade mal 2 Tonnen Essen fassen. Da fährt man sich zu Tode. Wir hätten aber hier dieses kleine österreichische Gebäude, was man hinsetzen könnte. Das würde 5 Tonnen Nahrung fassen. Hätte aber keine Anliefersachen. Das hier hat wenigstens eine Anlieferung. Ich glaube, das ist schon eigentlich eine gute Sache, wenn man das zwischen 2 Stadtvierteln baut und dann eine Mall für 4 Stadtviertel. Also hier kommt noch ein Stadtviertel hin und hier und dann eine Mall und dann hier die nächste erst. Weil die reicht auf jeden Fall, nicht? Also so viel Nahrung und Elektronik holen die hier gar nicht. Genau wie Fleisch anscheinend hier ewig rumliegt. Gesundheit geht jetzt auf jeden Fall nach oben, seit wir hier den haben. Es gibt aber keine Ärzte, okay. Jetzt gibt es mal ein paar Ärzte, immerhin. Warum? Achso, weil der Weg gebaut wird, alles klar. Ich wollte gerade sagen, hä, warum kommen die da nicht ran?
Hier geht's fleißig los. Sehr gut. Ich bin gespannt, was uns das Ganze kosten wird. Weil da sehr viel Stahl reinfließt. Jetzt sind wir gerade im Plus gewesen. Immer noch im Plus mit 3.400. Letzten Monat allein 231.000 nochmal die Baufahrzeuge. Und nochmal 36.000 Rubel für gebildete Leute. Wir haben auch nur noch 74 Arbeiter mit Universitätsabschluss. Oh, das ist echt ein Problem an der Stelle hier, glaube ich. Warte mal. Die müssen wir unbedingt nachkaufen. Das nicht mal, weil die abwandern, sondern die sind, glaube ich, einfach zu alt inzwischen. Das ist nochmal Geld. Nochmal 80.000, die ich in die Hand nehme. So ein 100 haben wir jetzt. 100 ist immer ein ganz guter Schnitt. Dann können wir wenigstens alles so am Laufen halten. Ja, okay. Also der nächste Schritt ist auf jeden Fall, auf die Uni zu schwenken. Sobald wir da hinten das Öl haben, kriegen wir auch noch stabiler Geld rein. Dann müssen wir nur noch ein paar Fahrzeuge zum Export dann kaufen. Aber es wird auch noch dauern. Ah, aber die ersten Rohre sind schon da. Sehr gut. Ja, aber die Feuerwehr wird da hinten nicht rankommen. Da gucken wir mal. Ja, wow. Die kann bis hierhin fahren. Das heißt, hier wäre eigentlich auch noch eine Feuerwehr gar nicht schlecht. Wo bauen wir die hin? Also wie weit deckt die hier ab? Bis da vorne. Wäre hier eigentlich besser. Dann könnte die den Hafenbereich und das Öl mitschützen. Das hier ist die Anfahrt, nicht? Das ist die Abfahrt. Dann bauen wir die hier rein. Weil hier kommt nichts mehr hin. Stimmt, Strom muss ich noch planen. Aber ich würde sagen, die letzte Amtshandlung für heute ist das Setzen dieser Feuerwache. An diese Stelle hier. Lass ein bisschen Abstand. So. Und dann würde ich sagen, baut sich das hier auf jeden Fall aus. Wir haben eine super schöne, ja, ich würde fast schon sagen, annähernde Metropole, was ich jetzt natürlich bei der vergessen habe, komplett Tramlinien oder sowas einzuzeichnen oder vorzusehen. Das könnte auf jeden Fall ein Problem werden. Aber ich glaube, das machen wir dann mit neueren Stadtvierteln. Vielleicht lassen wir uns hier so ein bisschen Platz jetzt in Zukunft, dass wir einen Zug durchführen könnten. Weil der würde dann, wenn wir hier einen Bahnhof vielleicht noch hinbauen würden, an der Stelle, ich meine, die Straße können wir ja umlegen, die ist ja nicht fix, dass wir hier so einen Bahnhof mit reinbauen und dann hier zum Beispiel von da mit einem Zug durch die Stadt einmal führen. Dann haben wir so eine Links-Rechts-Stadt, nicht? Und hier könnten die Studenten hinfahren. Hier könnte ein Bahnhof hin, vor der Shopping Mall. Hier am Rathaus. So eine alte, schöne Station. Oh ja. Hier eine richtig schöne alte Station hinbauen. Oh. Neben dem Rathaus und dem, dann hat man hier wirklich so eine Innenstadt. Vielleicht so einen Kopfbahnhof, der hier so reinführt. Aber dann braucht man hier ein großes Verteilungsding. Oh, aber warum nicht? Ich meine, hier ist eh Industrie. Und hier werden auch Schienen langlaufen. Und dann kann die Uni vielleicht einfach hier langgezogen sein. Das sind hier eh längliche Gebäude. Dann könnte hier die Technische Universität hin. Da der Zug dran vorbeifahren. Vielleicht hier ein kleiner Bahnhof. Hier ein Bahnhof. Hier ein Bahnhof.
Und dann hier die Studentenwohnheime. Und hier gehen die Industriebahnen vorbei. Das ist eh nicht für die Einwohner so gut, aber für Studenten geht das. Aber das werden wir in der nächsten Folge alles planen, bauen und gucken, wie weit wir kommen. Bis gleich.